Die könnte L-Oasis sogar gleich sein, ne? Möglicherweise. Oh, 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 mitten auf dem Treibsand. Oh, oh. Also das ist auf jeden Fall schon mal die richtige Wüste, ne? Ja. Ach ja, die Endons. Endon. Ach, was haben... Ach, Waffen. Ist da alles in Ordnung bei mir? Ich weiß gar nicht. Aber bei dir ist nicht mehr alles in Ordnung. Oh, ja, ich meine ja auch meine Waffen. Ich rede ja nicht von mir jetzt explizit. Bei deiner sogenannten, Achtung in Anführungszeichen, Waffe... Ist auch Peitsche. Nicht mehr alles normal. Yeah, let's go! So, wir müssen irgendwo nach oben, oder? L-Oasis war doch irgendwie nach oben irgendwo. Ich meine auch. Das war doch hier so verwirrend. Oh, sag mal, hat die Ente gerade ein... Das sah so aus, als hätte die Ente den Kürbis geschossen. Ja, ja. Ja, ja, die alte Kürbisente. Kürbisendorn. Sehr geil. Lass mal ein bisschen zaubern. Ja, mach mal Zauber. Was mache ich denn mal? Ach, ich habe ja angriffszaubermäßig nur, aber ich kann uns mal... Also, Feuerlanze hat's echt gut getan, weil sie ja... Ah, ich mach jetzt mal Rockys Verzauberung drauf. Hamm. Hamm. Erstarren einfach. Toll. Ja, dann gehen wir mal ein bisschen nach links. Boah, müssen wir wohl. Irgendwo nach oben gab's dann nämlich einen Weg zu L-Oasis. Hier schon mal nicht. Dann einfach vielleicht einen weiter links, das kann ja sein. Oh! Oh! Ich rette euch! Nicht. Pam. Böses, fieses Erdbeben. Oh, einen Schaden, das ist natürlich immens. Immens. Immens ist auch ein schönes Wort, oder? Ja, immens ist ein schönes Wort. So, da oben ist es. Bestimmt. Noch schöner ist infinitesimal. Ah. Ja, und am besten ist immenses, infinitesimales... Exorbitantes? Ja. Aber das passt, aber die Worte passen nicht zusammen. Nee. Rasierapparat. So. Was soll das sein, König Oma? Ein Dingelchen? Okay. Mein Bart ist Prophete. Du hast ein Dingelchen mitgebracht. Ja, ganz genau. Stimmt, wir waren ja hier. Das ist ja eine Wüste in Indien. Ich vergaß. Genau. Was macht so ein Dingelchen? Es macht den Bildschirm weiß. Weiche! Wir haben wieder Wasser. Endlich. Ja, großartig. Jetzt haben die Wasser. Zum Dank schenke ich dir kostbare Gürtel. Aha. Aha, was kann der so? Erzähl mal. Zapplergürtel. Aha. Ich hab grad fies was im Auge. Was ist denn hier los? Ich sehe nichts. Kratz dich doch einfach mal kurz. Ja, mach ich doch schon die ganze Zeit, seit ungefähr 2 Minuten schon. Du, ich kratz mich auch mal ganz kurz. Ja, dann machen wir mal eine kurze Kratzpause. Geht gleich weiter. Bist du fertig? Gleich, warte. Jetzt ja. Okay, ich nehme mal die Maus aus dem Bild. Wer weiß, ob sie gerade drin war. Ja, ich mach auch mal. Jetzt dürfte sie kurz drin gewesen sein, jetzt dürfte sie wieder raus sein. Ah, okay. Wir haben einen Zapplergürtel. Ich höre gerade keine Musik. Ich auch nicht. Drück mal was. Ich drück mal was. Ich wechsle mal kurz den Tab. Jetzt haben wir es kaputt gespielt. Also ich höre auf jeden Fall noch die Sounds, also vom Spiel. Ja, ich auch. Vielleicht kommt das noch, vielleicht auch nicht. Jetzt drück doch mal weg hier. Ah. Ja. Ah. Yay. So, schön, jetzt haben wir jetzt also den Zapplergürtel. Was ist denn das? Probier den nochmal aus. Was macht denn der? Zack. Ist er bei Kleidung? Ich habe keine Ahnung, was das Ding macht. Ich kann mir vorstellen, dass man da irgendwie zum Zappler wird. Aber was der Sinn dahinter sein soll, keine Ahnung. Da unten, guck mal. Ah, da. Zapplergürtel. Ich probiere mal an Hilde aus. Ja. Yeah. Aber, warum? Ja. Warum will ich das? Dinge, die Welt nicht braucht. Hm, ja. Ja. Ich würde mal sagen, solange... Vielleicht brauchen wir das Item später noch. Ja, jetzt kann er mich die ganze Zeit ärgern, der alte Lump. So, und dann gehen wir noch fix mal hoch, weil wir haben ja auf jeden Fall vorm Leveln den Nocturne gekriegt, ne? Diesen einen Geist von mir. Genau, den nur Gretel bedienen kann. Und der nur Angriffszauber für Gretel hat. Ach, sieh mal an, guck mal, jetzt sieht das von hier oben schon viel, viel freundlicher aus. Schau mal. Ja. Geil. Ja, hat sich gelohnt. Wir haben ja, oh, was ist das denn hier? Da müssen wir auch nochmal hingehen. Aber wir haben ja auf jeden Fall diesen Meister Ranul oder sowas kennengelernt. Auf den Bergen. Und da haben wir, glaube ich, noch nicht berichtet, dass wir im
Palast waren. Nee, da sind wir ja einfach gleich rausgestiefelt und haben im Livestream gelevelt. Genau, deshalb sollten wir das jetzt mal tun. Meiner Meinung nach. Oh, jo. Ich habe uns zielsicher gezappt. Perfekt. Ich kann nichts machen, ich bin gezappelt. Ich bin gezappelt. Jetzt bin ich wieder. Zack. Entzappelt. Piep, piep. So, dann kämpfen wir zwar nach oben durch und hoffentlich ist der Meister selber endlich mal da, sozusagen. Ne? So. Energiesog. Warum liegt denn Horst da und ruht sich aus? Na, weil er hat so eine fette Rüstung, dass diese ganzen Tulpen ihn nur... Finde ich nicht gut. Nicht so immens schaden. Ah ja, sondern nur noch infinitesimal. Es juckt mich gerade richtig, ne? Ja, dann mach mal, kratz mal. Warte, wir wollten hier nicht hin. Nee, wir wollten eins, wir müssen da rechts und eins weiter hoch. Zu dem Berg hoch. Ich werde erstmal infinitesimalen Schaden austeilen, ja? Ja, mach mal. Ich nenne einfach alle Folgen, die ich hochlade, ich nenne sie alle infinitesimal. Ja, mach das. Oh, toll. Haben wir eigentlich noch genug Nüsse? Aber oben, aber wir kommen ja nochmal an diesen... Wir kommen ja noch zum Wucherkater. Und wir haben es ja ganz dicke, ne? Stopp, analysieren. Mach mal eine Analyse. Ich mach mal eine Analyse. Schau mal, wie immens voll diese infinitesimal geöffnete Truhe ist. Jo, ist, läuft, ist okay. Komm ran. Läuft. Was haben wir hier? Heilkräuter, okay. Na. Ich check mal gerade unseren Nussvorrat ab. Ah ja. Nur mal so rein Interesse halber. Guck mal, ob wir Nüsse haben. Eier, keine Eier, keine Eier. Drei Stück noch. Jawoll. Richtig dicke Nuts. Yeah. Cojones. Cojones. Ist es eigentlich wirklich das spanische Wort für Eier? Ich weiß nicht, ob es das spanische Wort für Eier ist, aber es steht im Spanischen für Cojones halt. Ah, verstehe. Ach je, Cojones. Mano, ich hasse es, wenn man die Viecher nie aus der Luft holen kann. Na, ja, dabei habe ich sogar einen Bogen, ne? Eigentlich müsste ich sie erwischen. Ah! Da hat er sie. Sage und schreibe 130 Schaden. So. Ich war heute gesehen und wurde den ganzen Tag von Wespen geärgert, ne? Fällt mir dabei ein. Am Spreeufer? Nicht am Spree. Diesmal nicht, nee. Ein ganz normales Grillen bei der Familie. Okay. Aber jetzt kann ich wenigstens meine Wut auslassen. An diesen Wespen hier. Boah, wie schnell ist denn die Wespe? Ich komm gerade gar nicht klar. Horst macht das. Horst hat's geregelt. Horst ist halt ein Regler. So, ein PI-Regler. Ja. Zack. Oh, oh, oh. Ich höre gerade einen ganz langen Sound. So, jetzt er weg. Vor allem PI-Regler, jetzt denken Leute alle, wie nerdig ist denn dieses Let's Play geworden. Zuerst infinitesimal, dann Events. Die gucken jetzt bestimmt alle nicht mehr. Wir haben bestimmt jetzt nur noch 2 Views pro Folge. Vielleicht sollten wir den PI-Regler ein wenig näher erläutern. Oder mach vielleicht auch mal nicht. So, oh, oh, oh. Togepi. Togepi. Schieb's einfach mal so ein bisschen mit und lass mal auch wieder das Feuer hier raus. Obwohl, nee, Feuer ist ja hier überhaupt nicht gut, weil das ja Napalm-Wespen sind. Da ist Feuer wohl eher unbrauchbar. Ja, mal alles anatmen hier. Ich weiß überhaupt gar nicht, wie weit wir überhaupt unsere Zauber gelevelt haben. Wir sind auf jeden Fall gut vorangekommen. Ja. Warum treffe ich, denn dieses blöde Küken nicht? Da. Ah, da war's doch. In your face. So, hol's mal rüber. Mach ich. Amras, beam uns rüber. Beam me up, Amras. Zack. Sehr geil, aber wir machen auf jeden Fall gut Schaden und die Rüstung, die wir jetzt anhaben, sind natürlich auch. Ja, wir kriegen halt kaum noch Schaden. Was aber auch sehr gut ist. Ja. Da oben steckt Horst fest, ne? Horst will klettern. Horst kommt auch gar nicht mehr weg, oder? Irgendwie habe ich das Gefühl, er steckt fest. Das Gefühl habe ich auch. Geh mal hier unten, hier hin, wo ich gerade stehe. Ja, ah. Clever, ne? Ja. Ich hätte jetzt einfach auf Horst geswitcht und hätte probiert, da rauszukommen. Guck mal, da unten. Da unten, was? Siehst du den einen Typen da unten? Die beiden, die da Liebe machen? Ja. Pah. Mach ihn tot, sowas macht man nicht. Das ist ja eklig. Das ist ja ekelhaft. Ekelhaft? Oh, wir müssen hier rüber. Ich mach ja schon. Oh, wie du gleichzeitig sogar die Wespe wegpackst. Ja, ich kann's halt. Du hast es halt gelernt, ne? Ja. Zack. Und pam, genau ins Gesicht.
Wer sagt das immer? Gekonnt ist eben gekonnt oder gelernt ist gelernt. Bei Conan, glaube ich, ne? Bei Detektiv Conan. Detektiv Conan habe ich früher immer ganz viel geguckt. Aber ich weiß, auch, ich fand das toll. Ich weiß nicht mehr so ganz, was für Sprüche da jetzt... Es war doch der kleine Junge, der durch so ein Gift... Genau, der erst durch das Gift klein geworden ist. Und aber... Oh, was ist denn das für ein schriller Ton? Hast du auch gerade einen gehabt, ja? Ja. Die wollen uns einen Tinnitus verpassen und denken, es könnte uns aufhalten. Aber uns kann nichts aufhalten. Und nichts und niemand. Schon mal gar nicht so eine Napalmweste. Weste vor allem. Wespe. Eine Weste. Hast du keine Napalmweste zu Hause? Ich habe immer eine an. Wenn ich weggehe, habe ich immer eine drunter. Und wenn du Fire Emblem spielst, ne? Ja, für den Fall der Fälle. So. Ey! Na bitte. Der war gut. So, komm jetzt hier. Eieieiei. Da versauen wir hier jetzt gleich unsere Statistik an so einem komischen Küken da oben. Echt mal. Und ja. An so einer Wespe, die aber partout nicht sterben will. So, das hat sie jetzt davon. Schöne Kiste. Dann wollen wir mal gucken, ob der Typ uns ein paar neue Dinge berichten kann. Tü-tü-tü. Aha, der Meister scheint immer noch nicht da zu sein. Willst du vielleicht? Verschwinde, der Meister ist nicht da. Oh, das müssen wir jetzt aber synchronisiert kriegen. 3, 2, 1. Na toll. Naja. Meister Luna ist zur Goldinsel geflogen, nordöstlich von hier. Ja, Junge, da waren wir doch eben. Na toll, also zurück zur Goldinsel. Yay, eine Viertelstunde. Naja, immerhin ein bisschen Erfahrung gesammelt. Erfahrung ist auch alles, sag ich immer. Erfahrung ist nämlich das halbe Leben. So obwohl ist das es ganze nämlich. Leben aus Erfahrungen besteht. Ach. Jetzt wird's aber zu tiefgreifend. Ich glaube, ich muss mich hier ausklinken. Ist doch nur infinitesimal tiefgreifend. Ach so, na dann geht's. Dann bin ich noch dabei. Aber sag mal, kommst du eigentlich auch auf solche Begriffe klar? Hm? Ich komme nur auf solche Begriffe klar. So, ich fliege hier einfach mal ganz kurz rum. Wir haben die Goldinsel ja gerade eben so oft entdeckt. Und ich wette mit dir, jetzt finden wir sie nicht. Ich habe da so einen Flugstil, das nenne ich so Zickzackfliegen. Ja, das ist ja auch Zickzackfliegen. Warum solltest du es anders nennen? Ja, aber es ist gut, um Sachen zu finden. Ja, aber ich glaube, wir müssen in Richtung Nordwesten oder so. Ja, meinst du? Weiß nicht. Okay. Ich meine, das im Kopf zu haben. Aber das heißt nichts. Also fliege ich erstmal nach Südwesten. Ja. So. Ja, dann ihr merkt, das Vertrauen ist groß. Also wir vertrauen uns gegenseitig schon enorm. Ja, immens ja. Quasi. So, kommen wir jetzt hier. Also, was sagst du? Südwesten, ja? Nee, was hast du gesagt? Nordwesten? Ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe. Ich glaube, Nordwesten. Ah, hier ist auf jeden Fall die Wüste. Ist doch wieder typisch. Hier, aber hier irgendwo ist es. Mach dir keine Sorgen. Ist doch wieder typisch. Wenn du irgendwas suchst, findest es nicht. Und wenn du es nicht suchst, dann liegt es hier ständig im Weg rum. Als ich früher viel Lego gespielt habe, ist eine wahre Geschichte, da habe ich immer, also ich hatte eine Wäschetrommel voller Lego-Technik und immer wenn ich ein besonderes kleines Zahnrad brauchte oder so, habe ich mir im Kopf immer gesagt, ich brauche ein großes Zahnrad, ein kleines würde mir überhaupt nicht helfen. Und dann habe ich ein kleines immer gefunden. Sehr gut, vielleicht sollten wir uns jetzt mal sagen, dass wir die Goldinsel eigentlich gar nicht finden wollen, sondern in die Wüste wollen. Ja, ey, diese scheiß Goldinsel, wer könnte mit der schon was anfangen? Ja, und schwupps sind wir in der Wüste, das hat ja prima funktioniert. Nee, aber komm, wer braucht schon die Goldinsel? Ja, die braucht kein Mensch eigentlich, das Spiel geht auch ohne Goldinsel weiter, bin ich mir sicher. Ja, ich denke auch. Also ich denke mal, wir suchen jetzt einfach mal die Silberinsel, ne? Okay. Das wäre voll toll, wenn wir die jetzt finden würden. Ja, ich glaube, die ist im Süden irgendwo. Ja, ich fahre jetzt hier einfach mehrmals um die Welt und wir scannen damit quasi alle Bereiche ab. Dann werden wir schon irgendwann fündig werden. Na, hoffentlich. Ach du Scheiße. Es ist wieder so typisch. Aber es ist auch ein bisschen hypnotisch bei der Musik, dem Luft. Ja, die Musik macht einen so ein bisschen kirre. Da! Nee, das ist die nicht. Komm weiter, das ist die. Stimmt, das ist die nicht. Das war bestimmt jetzt die Silberinsel. Ja, komm, landen wir trotzdem mal. Okay, gucken wir mal. Nicht auf dem Haus landen. Wir sind ja nicht in Skyrim und sind Drachen und landen auf Häusern.